Oh, scheiße. Hi. Ich starte jetzt einen neuen Vlog. Und zwar aus dem Grund, dass this girl und ich, wir haben einfach gerade vorhin Sponti Haarfarbe gekauft. Upsies. Es ist irgendwie 7:30 oder so, ungefähr. Nee, 8. 8. 20:08 Uhr. Und wir werden uns jetzt dann die Haare färben. Aber erst werden da noch TikToks gemacht, damit wir einen Vorher-Nachher-Transition-TikTok machen können. Ob es was wird, seht ihr auf unseren Instagram-Accounts. Alexandra X Ingrid und Lexi... Lexi Liu. Aber ich verlinke sie eh. Also checkt das gerne aus. Und wir dachten uns, wir machen... Ich nehme euch da mit, weil... Nicht nur, dass wir sie färben. Vielleicht wird sogar noch was geschnitten. Aber ich will es nicht versprechen, deshalb sage ich vielleicht. Das ist gonna be fun. Bleibt dran. Ihr werdet es nicht bereuen. Ganz sicher nicht. Welcome to our Chevy Saloon. Inspired by Naomi John. Also no joke, wenn ihr, wenn ihr witzige Haarfärbevideos anschauen wollt, geht zu Naomi John. Da sind wir, glaube ich, nämlich ein bisschen inspiriert worden, weil wir dezent viel Naomi John schauen. Und zwar jede Woche. Naomi, wenn du das liest und siehst. Anschaust, wir sind big fans of you. Yes. Also literally, und deine Katzen sind auch cool. By the way. Aber wir haben gerade irgendwie Klamotten, weil das war natürlich alles nicht so ganz geplant, dass wir das machen, also haben wir Klamotten gesucht. Also ich habe irgendwie so ein komisches, hatte ich bei Malen an wahrscheinlich. Und das Witzige ist aber eher Lexis Outfit. Also die Hose, ich weiß gar nicht, wo die her ist. Also ich glaube, die ist von mir oder so, aber man kann die halt nicht zuziehen, warum auch immer. Jetzt haben wir die so... Please, einfach schau dich das an. Hier wäre eigentlich die Mitte, ja? Hier. Und es sieht aus, als hätte ich einen fucking Windel an. Der ist. Übrigens war das gestern so. Also Lexi hat mich angerufen und meinte, irgendwie sollen Fotos machen. Deshalb sehen wir auch so aus. Normalerweise schauen wir nicht so aus, wenn wir uns Haare färben. Nein, normalerweise färben wir uns auch nicht die Haare. Das heißt, wenn wir uns jedes Mal, wenn wir uns 10 Haare färben, wünschen wir jede Woche eine andere Haarfarbe. Vielleicht wird das auch jetzt passieren. Nein. Ja, oder ich weiß gar nicht, was sie sagen wollte. Jedenfalls sagt sie irgendwie so, wäre irgendwie witzig, wenn oder würden wir oder irgendwie so. Dann kam ich an mit Haare färben. Und dann hat sie mich quasi dazu gezwungen. Nein, hat sie nicht, aber irgendwie schon. Irgendwie schon. Ich hab gesagt, ich kaufe mir keine Haarfarbe, wenn du es nicht tust. Wir standen beim DM. DM kann man natürlich überall sonst kaufen, keine Werbung. Nee, aber wir standen da vor dem Haarfarbenregal und dann irgend so ein Dude war nebenan und hat irgendwie Fotos ausgedruckt. Hat mich die ganze Zeit beobachtet, ich dachte schon so. Hat sie mich die ganze Zeit genötigt, eine Farbe auszusuchen und das war so, wo ich gesagt habe, okay. Dann halt das. Yes, Bitches, hast du eigentlich schon in die Kamera gezeigt, was du für eine Haarfarbe haben willst? Nee, zeige ich euch auch nicht. Weil ich will keine Erwartungen schüren, die wir nicht erfüllen können. Wenn das hier ein Fail-Video wird, Leute, dann will ich wieder angehen. That would be funny as heck. Nein, eigentlich nicht. Seid ihr ready? Ja, nee, ich muss nicht ganz Fuß in der Tasche. Ich auch nicht. Candace, you ready? Tina, you ready? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Also eigentlich schon noch, aber. Eigentlich jetzt noch, ja. Es wird eh nicht krass werden, wahrscheinlich. Sagt sie jetzt noch plötzlich grüne Haare. Oh, bitch, please, no. Please. Vor allem das Witzige ist, ne? Gestern haben wir, also wir haben gefacetimed, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber wir haben gefacetimed und haben eben darüber gesprochen. Haben darüber gesprochen, da ziehe ich mir auch an Schuhe an. Und haben darüber gesprochen und dann kriege ich so einen Snap von Laura und ihrem Freund. Und der Gabriel hat plötzlich fast keine Haare mehr am Kopf. Und ich war so, okay, what happened? Und sie meinte dann, also sie hat geschrieben, ja, es ist nicht so geworden, wie sie wollte. Dann haben sie es halt abrasiert. Und dann war ich schon so, oh no. Ist diese good sign? I don't think so. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben auch ganz viele gute Signs bekommen. Nämlich zum Beispiel, dass ich in Peru vor 3 Jahren bei mir auch die Haare geschnitten habe und ich habe heute eine Snap-Erinnerung bekommen. So, I guess it's a sign. Und von meiner Haarfarbe waren auch nur 2 Stück da. Ah ja, und was mich dann auch noch ein bisschen überzeugt davon hat,
weil da ganz viel draufsteht, professionelle Grauabdeckung. Also ich bin ja dafür, dass man auf Social Media Sachen anspricht, die Leute nicht ansprechen und die sich Leute besser fühlen lassen. Also ja, ich bin 23, oder? Ja, ich bin 23 und habe sehr viele graue Haare. Gleich nicht mehr. Wir melden uns zurück. Mein Ansatz ist fast durch. Oder ist du? Ja, ist durch. Ist durch. Also bist du auf jeden Fall. Jetzt geht's in den Längs. Achso, weil meine Friseurin das sehen sollte. Hi. Hi. Ja, wenn es nichts geworden ist, melde ich mich bei dir, okay? Wie sieht das wahrscheinlich und denkt sich mal so, um Gottes Willen. Was bin die gar nichts gelernt? Eigentlich ist es voll weird, dass man sich so chemisches Zeug in die Haare klatscht, dass sie eine andere Farbe kriegen. Jo. Das ist freaking weird. Warum sind Menschen eigentlich so? Wo ist es hin, Alter? In deine Tasche, Mann. Ich hab das gerade in meine Tasche getroffen. Ihr habt sie mal gesehen, sie ist einfach fallen gelassen. Aber in deine Tasche, also unsere Wohnung ist noch ganz. Mama, alles gut, wir haben alles im Griff. Also das würde ich jetzt so nicht bestätigen, aber zumindest ist alles voller Farbe. Ist beruhigend, wenn du das sagst, wenn du meine Haare färbst. Ich muss mir, dieses Peace-Zeichen wieder abgewöhnen. Nee, das ist unmöglich. Ja, mit dir schon. Hallo, Pieps. Ich weiß nicht, kann man... Du musst dein Gesicht wegmachen. Sieht man das? Alter, das ist einfach komplett orange. Also ich bin, by the way, done. Hello? Warte, du musst ein bisschen weiter runterkommen. Hello. Nicht ganz, sieht richtig, wird richtig nice aussehen, wenn du es runterwäschst. Und meine Haare, ich möchte das ganz kurz hier festhalten, sollte ich mir dieses Video anschauen. Meine Haare sind gerade einfach kein healthiest. Kannst du das da rausmachen, die Büste? Ja. Meine Haare sind einfach gerade der healthiest they've ever been, wahrscheinlich. So, I'm going to try this. Because what else? Ja. Die Musik passt gerade richtig zu meiner Mut. Voll dramatisch. Oh mein Gott. Ah! Shit's about to get done right now. Ich bin einfach alles. Weißt du, was jetzt aussieht? Wenn man dieses Sushi-to-go-Zeug da, vom Edeka und so, da ist auch so Chili-Mayo. Mhm. Sieht exactly genauso aus. Du meinst? Das, was oben drauf ist. Ja, diese Sriracha-Soße, Sriracha-Mayo. Ich weiß gar nicht, ob das ist oder ob das... Ja, stimmt, das kann sein. Ja, nein, es beruhigt mich. Hä, ich mag das voll gern. Wenn meine Haare danach nicht wie ein Snack aussehen, dann... I'm a snack. And I do snack. Hello guys, we are back again. Und meine Haare sind fertig. Guck mal, hier sind noch die Dinge. Also, ja. Geil. Alter, es ist wirklich der beste Part daran, die Haare gefärbt zu bekommen, sind die Head Rubs. Sind wir hier fertig? Wir sind da nicht mehr. Okay, ich mach hier mal. Hier, die Alex wäscht sich jetzt ihre Haare aus. I'm afraid. And I'm gonna take you with me. Oh Gott, it is ruined. It's about to happen. Oh my God. Yeah. Oh my God. What the fuck? We're back and we're better. Also wie man vielleicht sehen kann, ich habe meine Haare halt schon vorher gewaschen und getrocknet und geglättet und sie hat gerade erst. Das heißt, sie ist noch in der Schockstunde drin. Und bei mir kommt noch der Pony dazu. Ja Leute, ne, ich dachte mir gerade so kurz, okay, jetzt ist das YouTube-Video zu Ende. Nein, ihr schaltet jetzt nicht aus. Jetzt geht eigentlich erst der richtige Spaß los, muss ich sagen. Also, dass das...
Weil ich glaube, man kann nicht so viel schief gehen. Was ist denn das für ein Winkel? Es kann nicht so viel schief gehen beim Sag Haare. Sie jetzt, ich sage euch, das sind meine letzten glücklichen Lebensminuten. Nein, beim Haare färben kann also, nicht viel schief gehen. So, deshalb war das jetzt nicht so. Kannst du die Kamera bitte wie normal einschalten? Ja, da kann ich so krass. Schief gehen, dann schneiden schon. Oh mein Gott, jetzt sieht man gerade meine Haare voll. What the fuck? I know exactly what I want, who I want to be. Textsicher bin ich. Okay, Leute, wir sehen uns, wenn mein Pony geschnitten wird. Also Leute, the safe part is done. I pray to God, please God, let it work. Es geht da dann. Also übrigens, also Kathi, wenn du wirklich zuschauen solltest und jetzt noch da bist, please go. Please leave this place. Weil du bist ja auch echt nur wenige, oder? Ja, das ist halt so Fringe. Pflanzen-Fringe. Yeah. The guy. Wait, hold on, I messed up, let me try again. Letztes Mal, als ich einen Pony hatte, war ich in der 4. Klasse und ich wurde mit Angela Merkel verarscht. Angela Merkel, wenn du das guckst, I feel so sorry. Ja, aber die eine hat das doch so übel angedreht gerade. Echt? Die eine, die das gut gemacht hat oder die eine, bei der das voll der Fail war, meinst du? Schauen uns doch schnell ein Video an. Ich halte geschneidest. Okay. Habe ich das richtig gemacht? Ja, das ist so weh. So? Ja. Habe ich das überhaupt, das Ding drin? Ja. Jetzt ist schon zu spät. Sorry, Papa. Hier. Warte. This is what I call trust friends. Schau, wie süß das aussieht. Also ich meine, das war noch ein Stück kürzer so, aber... Kathi, falls du doch noch da bist, wird die eingestellt? Das hat sie jetzt so schräg gemacht, ne? Ja, sie hat so... Hast du gesehen, wie sie drunter geschnitten hat? Nee, aber ich benutze, glaube ich, eh die am besten. Also praktisch, sie hat es so genommen so. Und dann hat sie praktisch so und dann so... Ja, okay. Und ich fange auch hier unten an. Vielleicht schneide ich demnächst meinem Bruder die Haare. Friends. Wer braucht's noch? Guys. Das war die beste Entscheidung, das zu tun. Ich hatte richtig Angst. But I'm the bitch now. Und man sieht mein Big Ass Forehead nicht mehr. Ich komm gar nicht klar, Friends. Schreibt uns eure Meinungen zum wie wir aussehen und zu meinen Talenten natürlich. Nein, aber for real. Steht uns, steht es nicht. Ich meine, jetzt ist eh zu spät und wir mögen es, also I don't care, aber Teller ist wahrscheinlich stetig, also ich bin nicht mal da. Bis morgen. Gute Nacht. Hallo, ich melde mich zurück. Lexi ist schon weg und wir haben ehrlich gesagt vergessen, nochmal was zu zeigen, aber ist auch gar nicht so schlimm, dass wir das Video schon nicht, also noch nicht beendet haben, weil ich soll jetzt meinem Bruder die Haare schneiden. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Rasierer in der Hand gehabt oder sonst irgendwas. Also, fingers crossed. Willst du das wirklich? Zwar bringt ja nichts. Ja, da passiert doch gar nichts. Die Ginge hat doch jetzt eine. Ich weiß nicht, wie man das sauber als Übergang machen kann, Mama. Ja. Hm. Das war. Die Schnee schneiden gibt, sondern sie jetzt sonst gerade einfach richtig ausgerufen. Los geht's, die Ergebnisse sind jetzt. Ergebnis approved. So, jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Hier und jetzt. Ende. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Und
Ich werde auch definitiv alle Accounts unten verlinken von den Leuten, die irgendwie involviert waren in dem Video. Schaut gerne bei uns allen auf Instagram vorbei. Folgt mir gern. Aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt. Wer weiß, vielleicht geht der Lockdown noch länger und vielleicht passieren noch andere Dinge. Niemand kann es vorhersagen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, Nacht, Tag, wann auch immer ihr das schaut. Macht's gut.